So, hallo und guten Morgen, Freunde. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. No coffee, no worky. Ja, exzellent dieser Kaffee. Worum geht es heute? Es geht um die Ukraine. Es geht eigentlich immer irgendwie um die Ukraine. Ja, das ist Tagesordnung bei allen Debatten, bei allen politischen Themen, bei allen Gesprächen. Irgendwo. Ja, irgendwo kann man es dann auch gar nicht mehr hören, ne? Aber es geht um die Ukraine. Es geht um die NATO-Soldaten. Da will ich mal ein ganz gepflegtes Auge drauf werfen. Wer sind denn diese Soldaten oder was steckt denn für ein Mensch hinter den Soldaten? Wie ich den Soldaten einstufe im Gefecht, das ist der Punkt. Und dann gehen wir mal ganz speziell rein auch zu den Amerikanern, zu den amerikanischen Soldaten, diese GIs. Und ich frage mich, und ich bin nicht der Einzige, der sich das fragt, warum sind diese GIs? Warum sind diese amerikanischen Soldaten, Superhelden, noch nicht in Erscheinung getreten? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das bringt auch neue Aspekte auf den Tisch, wie wir vielleicht diesen Krieg sehen sollen oder sehen müssen eigentlich. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, den nur die wenigsten irgendwo auf dem Bildschirm haben oder auf dem Schirm allgemein haben. Ja? Bevor ich jetzt ins Eingemachte gehe, erzähle ich euch eine Story. Und das ist auch die Story, die ein bisschen der Anlasser dafür war, was ich heute erzählen möchte. Vor ungefähr 2 Monaten war ich im Nachbardorf, hier im schwedischen Nachbardorf, nicht weit weg von hier, 30 Kilometer. Dort gab es eine, wie nennt man das, Hausratsauflösung. Das heißt, die Möbel wurden verkauft. Ich brauchte für mein Zimmer oben eine Couch. Und die hatten eben eine lederne Couch. Eine lederne Couch, 2 Sessel dazu, hurra, die ganze Sache kostet die Welt. Jetzt hatte ich aber ein Problem, das Ding runterzutragen. Das war oben im ersten Stock. Ja, ziemlich enger Flur, ging eng um die Kanten rum, also ziemlich schwierige Sache. Jetzt kam der Nachbar an. Da müsst ihr euch einen Mann vorstellen, 2 Meter groß, so ein Wikingerbart. Ja, unwahrscheinlich muskulös auch. Und der hat mir wirklich geholfen, das Teil rauszubringen und in den Bus einzuladen. Ja, by the way, das war nicht vor 2 Monaten, da war der Bus schon zusammengefaltet in der Winterposition. Das war vor 3 oder 4 Monaten war es gewesen, ja. Auf jeden Fall kam er dann irgendwie ins Gespräch. Er hat mir davon erzählt, dass er mal Soldat war. Deswegen sind wir ins Gespräch gekommen. Ich war ja auch lange Zeit Soldat. Und irgendwie habe ich aus seinem Dialekt rausgehört, also er sprach Schwedisch, habe ich rausgehört, dass irgendwo noch was anderes mit drin war, außer Schwedisch. Ich habe ihn dann direkt darauf angesprochen und er hat mir erklärt, pass auf Thomas, meine Eltern sind Americano Swedois, also amerikanisch und schwedisch. Ja, Papa ist Amerikaner, US-Amerikaner, Ex-Soldat und seine Mama ist Schwedin. Irgendwie, ich weiß nicht warum, kamen wir auf das Thema Bosnien-Einsatz zu sprechen. 92, 93, ich war dort 6 Monate lang. Und er sagte, ha, Tom, ich war auch dort. Und da fragte ich, hey du, ich habe keine Schweden gesehen. Und er schaute mich haarscharf an und sagt, hey Tom, ich war damals bei der US-Armee. Ich war US-Soldat. Wirklich. Das war für mich natürlich schon ein Hammer. Da hast du einen Mann vor dir, der ausschaut wie ein Wikinger, ja, wie Erik der Rote und so ein Bart, ja. Und dann sagt er mir, okay, ich hatte mal die US-Army-Uniform an. Und ich war zur gleichen Zeit in Bosnien wie du auch. Geil, oder? Aber jetzt komme ich mal dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Wir haben uns lange Zeit über die US-Armee unterhalten. Da konnte ich natürlich auch mitreden, denn während meiner ganzen Armeekarriere hatte ich es immer wieder mit Amerikanern, mit GIs zu tun gehabt. Ja? Zum ersten Mal wirklich in Bad Tölz. Das war 1982, glaube ich, 1982. Dort haben wir nämlich die amerikanischen Jump Wings gemacht, ja? Das amerikanische Springerabzeichen. Und wir haben dort auch mit den Special Forces, mit den Green Berets, mehrere Manövers gemacht. Dann das nächste Mal war 1986 und zwar bei den Navy SEALs. Wir waren in Puerto Rico auf den Islas Pineras und haben tatsächlich mit dem Navy SEAL Team 4 2 bis 3 Wochen lang Ausbildung gemacht, ja. Ausbildung gemacht, jeden Tag. Sie haben uns gezeigt, was sie drauf haben im Dschungelkampf. Wir haben sie ausgebildet im Fallenbau und so weiter und so fort. Also ganz tiefgründige Gespräche auch geführt mit den Navy SEALs und dort eben festgestellt, dass die Navy SEALs auch nur mit Wasser kochen. Wir wussten, das ist eine Spezialeinheit, das ist eine Eliteeinheit und ja, da schaust du ganz genau hin. Wenn du selber Elite-Soldat bist, da guckst du hin und schaust, kannst du von denen was lernen, kannst du vielleicht was mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, Usus unter allen Soldaten weltweit, ja. Dann hatten wir es im gleichen Jahr mit dem United States Marine Corps zu tun. Da hat uns nämlich ein Kontingent Marines besucht an der Dschungelkampfschule im Kossuth in Regina. Und auch hier mit den Marines sehr viel Manöver, sehr viel Training, sehr viel Ausbildung. Sie haben den Lehrgang eigentlich mit gut bestanden. Wir haben aber wieder mal ganz genau hingeschaut und wieder mal feststellen müssen, dass diese Marines
auch nur mit Wasser kochen, ja. Beim nächsten Mal hatte ich es zu tun mit den Green Berets, mit den Special Force wieder, und zwar in Montlouis. Beim Kommandolehrgang in Montlouis, beim SNEC, Centre National Entraînement Commando. Wir haben damals in Montlouis einen Winterkampflehrgang gemacht und der war sehr anspruchsvoll. Warum war er anspruchsvoll? Es war nämlich während unseres CT100. Das ist quasi eine Spezialisierung für Infanterie. Kämpfende Infanterie, Fallschirmjäger. Und wir waren nur Unteroffiziere. Da waren nur wirklich lang gediente Legionäre dabei. Und plötzlich stand da ein Kommando von den Marines vor uns. Die sollten den Lehrgang mitmachen. Und da kann ich euch eins verraten. Die Jungs waren gut, die waren wirklich gut. Aber wie bei den SEALs und wie bei den Marines, die kochen nur mit Wasser. Also wir Legionäre waren da schon ein bisschen enttäuscht von diesen US-Superhelden in Uniform, ja? Und vor allem in Französisch-Guyana, da hat sich eine Sache ganz klar herauskristallisiert. Einem Legionär, den kannst du eine Waffe in die Hand drücken und eine Musette auf den Rücken. Musette, das ist so ein Kampfrucksack, ein kleines Sturmgepäck, würde ich sagen. Also ungefähr halb so groß wie dieser Bundeswehr-Rucksack. Und in dem Rucksack oder in der Musette hat er ein EPA, also eine Ration, eine französische Kampfration, eine Wasserflasche und der Rest ist Munition. Ja, und mit diesem Sturmgepäck, da geht er 30 Tage lang im Urwald und er braucht nichts anderes, ja. Er geht rein, macht seinen Auftrag, führt seinen Auftrag aus und kommt wieder zurück. Ohne Probleme. Das geht. Weil er auch eine unwahrscheinlich geile und effiziente Survival-Ausbildung genossen hat. Innerhalb der Fremdenlegion, ja. Und wie gesagt, wir haben ja die Soldaten ganz genau beobachtet, die Amerikaner. Und das kannst du mit den Amerikanern nicht machen. Die Navy SEALs können das nicht und die Marines kennen das auch nicht. Wenn die nicht ständig ihre Buffalos reinfliegen haben, ja, ihre Hubschrauber, die dann ständig den Nachschub bringen, die Logistik, ja, die MREs, das Wasser, die Munition, die Panzerfäuste, die Stinger und was weiß ich, aus dem Ausende Gelände. Und jetzt möchte ich das Ganze mal in Bezug bringen auf den Ukraine-Krieg. Habe euch ja versprochen, ich spreche mal von der Ukraine. Wir haben in der Ukraine Donetsk, Donbass, Adwivka, wir hatten Bachmut, wir hatten Mariupol. Da waren unwahrscheinlich brutale Kämpfe. Da kamen alle Waffen und Waffensysteme zum Einsatz. Und man kann sagen, dass die russischen Soldaten, aber auch die ukrainischen Soldaten von der ersten Generation, ja, das waren Soldaten, die konnten kämpfen. Das waren wirklich harte Fighter. Und jetzt muss ich diese harten Fighter mal vergleichen mit den amerikanischen Soldaten. Welche Kriege in der Vergangenheit gab es, die diese amerikanischen GIs wirklich in Kampfgebiete geführt haben, wo es wirklich richtig zuging? Und ich spreche jetzt auch nicht von den Houthis oder von den Taliban oder von den irakischen Kämpfern, die eben ihre Kalaschnikow hatten und unten an den Füßen Sandalen. Nee, ich spreche von wirklichem Einsatz und da mit allen Komponenten. Panzer, Kampfflugzeuge, schwere Artillerie, Mörser, wirklich Sniper, Scharfschützen, Minen und so weiter. Ich spare mir den Rest. Wann in ihrer Geschichte standen die amerikanischen Soldaten wirklichen Gegnern gegenüber? Drohnenkämpfe, ja? Eigentlich gar nicht. Noch nie wirklich richtig. Wann in ihrer Geschichte hatten diese amerikanischen Soldaten zum letzten Mal wirklich einen brutalen Ort- und Häuserkampf zu führen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Klar, die Amerikaner haben gute Spezialeinheiten. Müssen wir nochmal zurück. Ja, Navy SEALs, das sind Kommandosoldaten. Aber da geht's eher drum, ran, drauf, drüber. Infiltrieren, zuschlagen, töten, Geisel nehmen und wieder raus. Das dauert 5 Tage, 6 Tage, 10 Tage. Und dann ist der Krieg für die beendet. Aber so wirklich Krieg führen, an der Front, mit allen Elementen, wie ich sie genannt habe, das kennen die nicht. Das kennen diese Jungs nicht. Das sind Kommandosoldaten, die für eine dezentralisierte, asymmetrische Kriegsführung geschaffen wurden. Ja, 5 Tage, 10 Tage, aber danach ist Schluss. Gehen wir doch mal zurück in den Irakkrieg. Da waren ja Jungs von uns auch dabei. Die haben uns ja auch einiges erzählt. Wie lief das ab? Bevor damals die Bodenoffensive losging, da hat die amerikanische Luftwaffe alles in Stücke gehauen. Tagelange Bombardements. Und wie dann die Infanterie zum Einsatz kam, da gab es kaum eine Gegenwehr. Da war kein richtiger Gegner da. Ja, doch, Gegner mit Kalaschnikow und Sandalen. Ja, aber nicht wirklich richtige Kämpfer. Es gab natürlich Ausnahmen wie die Eroberung von Fort As-Salman, aber da standen an vorderster Linie die Fremdenlegionäre, ja. Da waren Amerikaner dabei, mehr oder weniger als Backup, aber ganz vorne dran waren Fremdenlegionäre. Die haben As-Salman eingenommen. Aber solche Ausnahmen gab es ganz, ganz selten. Meistens haben sich die Iraker einfach kampflos ergeben. Und wenn es dann doch mal hartnäckigen Widerstand gab, was haben die GIs gemacht, was haben die Amerikaner gemacht? Hopp! Truppen zurückgezogen, Luftwaffe Marsch, die haben wieder alles klein gehauen und dann konnte die Infanterie wieder nachrücken oder die Panzerverbände. Ja? Das heißt, da war niemand mehr da. Alles war kaputt.
Jetzt stellt euch aber vor, in der Ukraine läuft das nicht so ab. Da machen die Russen zwar ebenfalls eine Wahnsinns-Artillerie-Vorbereitung, ja, Walze hin, Walze zurück, dann kommt die Infanterie, aber dann haben sie Kontakt. Dann sind die Ukrainer da und dann kommt es wirklich zu beinharten Kämpfen, Ort- und Häuserkampf. Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Und das kennen die Amerikaner nicht. Gut, Kameraden, und warum rede ich jetzt darüber? Warum sprechen wir davon? Das ist einfach, weil das in der Ukraine eigentlich kein Krieg Russland gegen Ukraine ist. Das ist ein Brudervolk. Ja? Die führen da einen Proxy-War mit den USA. Da geht es United States of America gegen Russland. Und jetzt kommt nämlich die Frage auf, warum stehen dort keine US-Soldaten? Warum müssen die Ukrainer für die Amerikaner die Kohlen aus dem Feuer holen? Ja? Ich würde dort gern US-Soldaten sehen. Und dann sähe die Lage nämlich ganz anders aus. Denn, jetzt kommen wir drauf, die US-Soldaten könnten so einen Krieg gar nicht führen, weil sie es nicht können, weil sie das nie gelernt haben und weil sie so einen Krieg zum letzten Mal vor Jahren gehabt hatten. Und das ist eigentlich das Unfaire an der Sache. Wenn schon ein Proxy-War ist und jeder gibt das eigentlich offen zu, dann sollten dort unten auch amerikanische Soldaten kämpfen. Warum machen sie das nicht? Weil sie sagen, nee, das überlassen wir euch Europäer. Ihr müsst auch mal überlegen, wann hatten die Amerikaner zum letzten Mal Krieg auf ihrem Terrain, auf ihrem Kontinent, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war in den Jahren 1861, 1865. Das war der Sezessionskrieg. Aber seitdem eben nicht mehr. Seitdem gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika keinen Krieg mehr. Keinen Krieg auf amerikanischem Boden. Was aber machen die Amerikaner seitdem sehr geschickt? Sie tragen ihre Konflikte, ihre Kriege raus in alle Welt. Ja? Andere Völker sollen gegeneinander kämpfen, damit es den Amerikanern gut geht. Aber auf dem eigenen Kontinent? No, no, no. Wollen wir keinen Krieg haben? Geht gar nicht. Und auch aus diesem Grund sage ich, wenn es jetzt zu einem Krieg käme, NATO gegen Russland, ich glaube, dass die Amerikaner sich sagen würden, nee, ist nicht unser Job. Ihr seid die NATO, wir lehnen uns mal ganz entspannt zurück, mal schauen, was ihr draus macht. Ist euer Job. Es geht um Europa, es geht um Deutschland, es geht um die Achse Berlin, Paris, London. Wir sind out. Denn was würde denn passieren, wenn die Amerikaner sagen würden, okay, wir unterstützen euch, wir helfen euch, wir sind da mit euch und bilden eine Front gegen diese Russen. Was würde passieren? Richtig, die Atombomben würden auch Richtung New York, Washington und Detroit fliegen. Und das will man nicht, weil man auf dem eigenen Gelände, im eigenen Land keinen Krieg haben will. Sollen doch die Europäer ihren Krieg haben? Wir wollen das nicht. Nochmal ganz kurz im Resümee, also ich bin sehr davon überzeugt, ich bin ganz davon überzeugt, dass sollte es zu einem Krieg kommen, Russland gegen die NATO, dass sich die Amerikaner da raushalten. Sie werden uns nicht helfen, sie werden uns im Stich lassen. Sie werden sagen, ist euer Krieg. Ja? Sie werden sagen, ist euer Krieg. Jetzt möchte ich mal meine Idee weiterspinnen. Was geht denn ab bei uns in Deutschland? Ja? Wir haben eine politische Kaste, die eigentlich zu 90% für Krieg ist. Wir unterstützen die Ukraine mit Budget, wir schicken Waffen runter, wir bilden die Ukraine aus. Wir liefern Leopard, der teilweise schon zerstört ist, ja, von den, keine Ahnung, 80 gelieferten Leopard, da dürfte es keinen mehr geben, der noch intakt ist. Wir liefern Gepard, der ja kein Panzer ist, laut Verteidigungsministerin, ja, kein Panzer ist und für den es auch keine Munition gibt, weil da die Schweizer was dagegen hatten. Wir liefern, Ausrüstung, Helme, 4000 Helme. Wir liefern vielleicht Taurus. Ja, ich denke nicht, dass dieses Projekt jetzt wirklich vom Tisch ist, obwohl der Bundestag gesagt hat, nein, machen wir nicht. Aber ich denke, da kommt noch was hinterher. Wir machen aber eines nicht. Ja? Wir sind kriegstüchtig, wir wollen den Krieg reintragen nach Russland, Moskau. Aber wir machen eins mit Sicherheit nicht. Was machen wir nicht? Wir schicken nicht unsere Soldaten. Wir schicken unsere Soldaten nicht in die Ukraine. Aber wäre genau das nicht eine logische Konsequenz? Die wollen doch alle Krieg, die wollen doch alle Waffen schicken, Munition schicken, Ukraine ausbilden. Die wollen doch alle, dass der Krieg mit Russland weitergeht. Wir wollen den Russen ja in die Knie zwingen. Warum schicken wir dann nicht die Bundeswehr hin? Die wissen schon ganz genau, warum sie genau das nicht machen. Die Gründe, warum sie das nicht machen, sind ähnlich gelagert wie die Gründe der USA, sich nicht in einen Konflikt mit den Russen direkt einzumischen. Jetzt sage ich es mal ganz schlicht und einfach mit meinen Worten. Die Bundeswehr würde einen Kampf von hoher Intensität vielleicht eine Woche führen können. Nicht länger. Keinen Tag länger. Bleiben wir doch in der Konsequenz. Dann schickt doch die Jungs von der Bundeswehr runter.
Das wäre eure logische Konsequenz. Wisst ihr, was dann passieren würde? Wir könnten ja dann drei große Angriffsgruppen bilden. Ja? Jede Angriffsgruppe hätte ungefähr 30.000 Mann und würde von jemandem angeführt werden, der den Krieg mit der Waffe verweigert hat. Angriffsgruppe Nummer 1, General Bebok. Angriffsgruppe Nummer 2, General Harreiter. Angriffsgruppe Nummer 3, General Abeck. Ja, dann hätten wir drei Helden, drei Kriegsdienstverweigerer an der Front. Wäre das nicht was? Ich kann euch jetzt ganz genau sagen, wie die Sache ausgehen würde. Alle drei würden nach 2 Tagen bereits die Köpfe zusammenstecken und sagen, nee, bloß weg hier. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Nie wieder Krieg. Ja, nie wieder Krieg. Das würde passieren. Aber leider hocken diese Damen und Herren in einem sicheren Büro mit Klimaanlage bzw. Heizung und schüren von dort aus Krieg. So ist es. Das heißt, genau die Menschen bei uns, die Verantwortlichen, die immer nur vom Krieg reden, hatten ihr Lebtag noch nie eine Waffe in der Hand. Genau das sind die Schlimmsten, weil sie nicht wissen, was eine Waffe anrichten kann. Und würden sie nur 2 Tage lang an der Front sein, dann würden sie alle sagen, nee, wollen wir nicht, nie wieder Krieg, Krieg ist scheiße. Ja, dann würden sie, wie ich sagen, Krieg ist scheiße. Ja, und die Bundeswehrsoldaten, ich weiß schon, ich ernte jetzt einen Shitstorm nach dem anderen, die muss man leider in den gleichen Topf werfen wie die US-GIs. Die hatten noch nie einen Krieg von hoher Intensität erleben müssen, wie er gerade stattfindet in der Ukraine. In der Zusammenfassung möchte ich sagen, dass weder amerikanische Soldaten noch deutsche Soldaten den Schock einer Konfrontation mit russischen Soldaten irgendwie gut wegstecken könnten. Die Ukrainer können das, weil man sie dorthin geschickt hat zum Sterben. Die Deutschen könnten das nicht. Die Amerikaner könnten das nicht. Und die wollen das auch nicht. Man agiert aus der Ferne. Aus der Achse Berlin, Paris, London. Aber alles, wie gesagt, aus einer gewissen Komfortzone heraus. Und diese Komfortzone, das ist eben die räumliche Trennung. Ja? Kein direktes Aufeinanderstoßen von NATO-Soldaten auf russische Soldaten. Die NATO-Soldaten würden diesen Schock nicht aushalten. Never, weil sie keine Erfahrung haben in der Kriegsführung, in der modernen Kriegsführung mit schwerer Artillerie, mit Panzern, mit Drohnen, mit Panzerabwehr, Lenkraketen und so weiter. Ich erspare mir den Rest. Fast alle NATO-Soldaten, Fremdenlegion nehme ich hier mal aus, kennen den Krieg nur vom Reißbrett, vom Sandkasten, von Grafenwöhr, vom Stetten am Kalten Markt, vom Münster und vom Sennelager. Ansonsten nada. Und das ist das Problem. Viele reden, viele möchten gern, viele sagen, wir müssen Krieg haben, wir müssen den Krieg rantragen, reintragen an den Feind, Russen in die Knie zwingen, aber sie können nicht kämpfen. Und ihre Soldaten können das auch nicht. Und die wollen das auch nicht. Gott sei Dank. Machen wir nochmal ein knallhartes letztes Resümee für heute, dann höre ich auch schon auf. Die Amerikaner unterstützen alle Kriege, ja? Sie liefern Waffen, sie liefern Munition, sie finanzieren die Kriege überall, überall, überall. Ukraine, Palästina, Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen, Somalia und ich erspare mir den Rest. Aber sie kämpfen nicht selber dort. Es gibt keine Boots on the ground. Sie schicken ihre Soldaten nicht hin. Sterben sollen gefälligst die anderen. Sterben sollen gefälligst die anderen. Aber bitte nicht wir. Ja? So, liebe Leute, Geschichte zu Ende, Kaffee leer. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche uns allen Schutz und Frieden. Mein Motto ist, Krieg ist scheiße und niemand soll sterben. Amitié Légionnaire, ich bin da mal weg. Euer Thomas Gast. Bye, bye. Danke fürs Zuhören. Tschüss.